Ja, ihr seht das schon. Hier ist er wieder, der Mann mit den großen orangen Händen. Nur, dass er die orangen Hände heute mal hier hinten liegen hat. Das Erste, was ich festgestellt habe, mit meinen tollen neuen sandfarbenen Händen, kann ich den Touchscreen nicht bedienen. Außerdem sind sie mindestens eine Nummer zu klein. Ne, schöne Grüße euch Chinesien. Die waren billig, Temu und so weiter. Irgendeine Verwendung, vielleicht so Bastel- oder Schrauberhandschuhe werden sie noch kriegen, aber ich denke, allein weil man damit nicht den Touchscreen bedienen kann, das ist schon ein Minus. So, was habe ich hier heute Tolles dabei? Das ist mal eine Wuchtbrumme. Die ist fabrikneu. Die habe ich tatsächlich mit meinem eigenen Gelde, also ich habe alle anderen auch mit meinem eigenen Gelde gekauft, aber diese ist wirklich direkt beim Händler käuflich erworben. Hinter mir liegt noch das Verpackungsmaterial. Und das ist so ein Versuch, neu kaufen, Video machen, bei IGAM verkaufen. Da mache ich aber ein extra Video zu, weil die Sache ist echt kompliziert. Jetzt wollte ich es euch erstmal zeigen. Das Ding ist riesig. Das ist eine Diana Modell 350 Panther T06. Was heißt das denn? Ja, es hat alles seine Bedeutung heutzutage. Ne? Ihr seht wie immer nur mein Bart, das ist auch Absicht. Ne? Das ist hier System. Bei Diana oder ich sag mal beim Händler, da heißt das Ding Diana Panther 350. Und da steht meistens auch noch irgendwo T06. Ja, warum denn? Also Diana stellt das Modell 350 hier, so heißt das. Dann aus irgendeinem Grunde hat irgendein pfiffiger Verkaufsstratege gesagt, Mensch, das Ding muss eigentlich auch noch Panther heißen. Und T06 ist der Abzug. Das ist im Moment das Beste, was man kriegen kann in Sachen Freizeitluftgewehre. Also nicht Wettkampf, sondern T06 ist eigentlich das Feinste, was man kriegen kann, wenn es an Freizeitbereich geht. Ach ja, und Magnum steht noch drunter. Ne? Magnum, weil besonders viel Bums. Hier in Deutschland natürlich die kastrierte Version, aber wenn ihr euch anguckt, wie riesig dieser Kolben ist, dann kann ich mir so ungefähr vorstellen, was hier im Ausland alles rauskommt. Ist uns egal, weil wir dürfen ja nicht mehr. Na gut, dann ist das eben so. Ne? Wir müssen, ich sage ja immer wieder, man muss bestimmte Gesetze nicht mögen, man muss sie nur befolgen und dann macht man sich keinen großen Kopf und gut ist. Bevor ich jetzt groß über dieses außergewöhnliche, weil in meiner Größe gebaute Ding informiere, jawohl, also ist ja kein Test, was ich mache. Ne? Ich teste ja nicht, sondern ich mache einen unterhaltsamen Zusammenfassung über ein bestimmtes Luftgewehrmodell, so kann man das nennen. Ich lese euch die Flinte jetzt erstmal vor. Das meiste habe ich schon vorgelesen, nämlich hier oben drauf eingelasert ist Diana Modell 350 Panther T06 F Magnum. Ja, F, F-Zeichen Magnum, ne? Dann steht hier sehr intensiv an der Seite das Kaliber, nämlich 4,577. Das liegt am deutschen Waffengesetz. Läufe müssen gekennzeichnet sein und beschriftet. Dann haben wir hier nochmal Diana und eine Seriennummer. Das hängt irgendwie damit zusammen, bei Luftgewehren kann man ja einen Kaliberwechsel machen, einfach indem man nur den Lauf austauscht. Also das ist eine 4,5, man könnte theoretisch 5,5er Lauf einfach reinschrauben. Das ist im Waffengesetz aber so ohne weiteres nicht vorgesehen, deswegen müssen dann Läufe irgendwie die eigene Nummer haben. Nee, 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 kompliziert. Jetzt kommt aber der Knüller. Made in Germanskia. Made in Germany. Das Ding wird in Deutschland tatsächlich zusammengeschraubt. Und wirklich jede einzelne Schraube auch in Deutschland gefertigt wird, kann ich nicht sagen. Aber es gibt ja noch ein Diana-Werk. Also das Werk ist noch da. Es ist, ich weiß nicht mal, ob es noch Diana heißt. Es gehört jetzt irgendwie zu Umarex? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, oder was, GSG. Jedenfalls, das sind tatsächlich noch Menschen, die in Deutschland arbeiten und in Deutschland ein Made-in-Germany-Gerät verfassen. Kommen wir, gehe ich noch drauf ein. Ne? Ihr kennt ja meinen berühmten Spruch, kommen wir noch zu. Und auf der Seite steht gar nichts. Aber ich finde das allein der Kracher Made in Germany, ne? Dass das das heute überhaupt noch gibt. Wow. Ja, wir haben hier einen schwarzen Kunststoffschaft. Eigentlich habe ich mir ja gesagt, ja Mensch, hochwertige Exemplare verkaufen sich über IGAN letztlich besser, sage ich mal, im Restwert als die ganz, nicht ganz so hochwertigen. Dann habe ich festgestellt, laut Preisliste zum damaligen Zeitpunkt hätte das mit Holzschaft 120 Euro mehr gekostet. Ach ja, was habe ich gezahlt? 250 Euro habe ich hierfür bezahlt. Erwähne ich mal einfach so. So Barkralle. Also überwiesen natürlich. Ne? Aber ganz normaler Endverkaufspreis zu dem Zeitpunkt. Siehe irgendwann extra Video. Ja, und deswegen habe ich das dann gesagt. Die 120 Euro. Nö, dann reicht auch Plastik. Ja, jetzt haben wir halt einen Plastikschaft und zwar
Ich habe so ein bisschen herumgeguckt, was gibt es für Varianten davon. Es gibt ein 350 und es gibt ein 350 Classic. Und ich finde eigentlich das Classic noch eine Idee schöner. Da ist zwar der Schaft ein bisschen kürzer, aber dafür gibt es auch diese schöne Schaftbacke hier vorne dran. Also richtig jachtlicher Schaft. Man merkt da auch richtig Unterschiede. Davon gibt es aber nur eine einzige Variante, zumindest nur eine, die ich gesehen habe. Und die kostet auch wieder ganz viel Geld. Also so viel wie die anderen von dieser Variante. Griffig, echt größig. Das Wichtigste ist aber die Größe, weil wenn man das Ding in die Hand nimmt, man merkt mal als allererstes, boah, ist das Ding schwer. Und das meiste am Gewicht konzentriert sich hier wirklich vorne. Das heißt, wenn man hier in Anschlag geht, hat man das Gefühl, boah, das ist ja ein richtiges Gewehr. Ne, ich mache immer hier, ihr kennt das ja, in die Armbeuge. Und ich würde, das passt schon ganz gut. Ne? 1, 2 Zentimeter vielleicht noch. Dann könnte man hier, also dann wäre es wirklich perfekt. Aber das Ding ist echt schon in meiner Größe. Und ich wage die Äußerung zu treffen, die meisten Schützen werden das Ding viel lieber aufgelegt schießen, weil das nämlich schwer ist, das Ding. Richtig schwer. Richtig groß und ein langer Lauf und ein Wahnsinnskolben. Ne? Ich meine jetzt nicht diesen Kolben, das nenne ich immer Schaft oder Schaftbacke. Das ist der Kolben hier, der Druckkolben. Hinten drauf steht Diana, es sind zwei Kreuzschlitzschrauben. Warum erwähne ich, dass es Kreuzschlitzschrauben sind? Weil die richtigen alten haben Schlitzschrauben. Da kann man sagen, 70er Jahre vielleicht. Hier ist leider nicht gerade runter, weil ich mache das ganz gern. Abschrauben, auf den Scanner legen und dann mit dem 3D-Drucker sich einfach Zwischensegmente drucken, die man dazwischen schrauben kann. Irgendwann tue ich das tatsächlich, dann sage ich euch aber auch Bescheid und stelle auch die STL-Dateien dann zum Download bereit. Wir haben hier eine angedeutete Backe, rechts wie links. Der Schaft insgesamt, also wie eigentlich die meisten Kunststoffschäfte, finde ich, ist ein bisschen dünner als die Holzversion. Das habe ich aber noch nie nachgemessen. Das ist nur gefühlt dünner. Das ist ja auch schwarz, ne? Schwarz trägt nicht so auf. Jede Frau weiß das. Das war ja ein fieses Geräusch hier. Da vorne ist so ein Plastiknapf, ne? So, den ich irgendwann mal gekauft habe vor 100 Jahren. Das ist ganz dünnen Kunststoff. Und jetzt bewegt sich hier der Korntunnel an einem dieser Plastikhenkel entlang. Und das ist ja ein fürchterliches Geräusch. So, von unten der Janzer. Also ganz normaler Knicker. Ne? Von daher keine Geheimnisse oder sowas. Dann haben wir hier unten einen Abzugsbügel aus, ich würde mal sagen, Kunststoff. In etwas eingelassen. Das ist ja nicht gefräst, das ist ja alles gedruckt. Gedruckt sei schon. Gegossen ist das ja alles irgendwie. Und auf jeden Fall alles schön versenkt. Keine scharfen Kanten. Wunderbar. Hier ist es noch ein bisschen aufgeräumt. Und hier sehen wir hier zwei Löcher. Das ist gut. Wenn man bei Luftgewehren, bei irgendwelchen Abzugsbügeln Löcher drin sieht, ist immer ein gutes Zeichen. Und tatsächlich haben wir hier den T06-Abzug, den ich eben schon erwähnt hatte. Das ist eine feine Sache, wenn man einen T06-Abzug hat. Da kann man viel dran verdrehen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich habe das Ding einfach so out of the box erstmal geschossen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das war schon nicht schlecht. Zur Abzugscharakteristik kommen wir noch. Aber ich kann jetzt schon sagen, ja, so wünscht man sich dann einen Abzug. Ne? So muss der sein. Hier ist noch irgendwie so eine, weiß ich, eingesetzte, aufgeklebte, was auch immer, Platte. Ich weiß nicht warum und ich weiß nicht, was da drunter ist, aber ich erwähne das mal so. Dann haben wir das auch durch. Dann halte ich euch jetzt mal wieder die Flinte unter die Nase, obwohl diese Flinte ja eigentlich eine Büchse ist. Ich weiß das, ich tue es noch nicht mal. Ich weiß auch, ihr seid gar nicht da, ihr seid nur eine Kamera. Sonst würde ich euch den Knall nicht so ins Gesicht halten. Bei einer Kamera kann man das machen. Es ist ein Korntunnel, es ist ein Rechteckkorn, ein Rechteckkorn mit einem Lichtsammler darin. Und das Ganze passt auch. Also, wenn man es hinten zur Kimme, ich habe, bevor ich das Zielfernrohr drauf montiert habe, nein, das ist nicht serienmäßig mit dabei, das ist meins. Bevor ich also das Zielfernrohr aufmontiert habe, ich erstmal über Kimme und Korn geguckt und festgestellt, du passt, das ist gut. Kimmenausschnitt ist perfekt. Haben sie genau richtig gemacht. Dann halte ich hier mal die Kimme ins Bild. Ja, das ist halt eine Kimme, ne? Kunststoff in Höhe und Seite verstellbar. Klassisches Federvisier. Man kann hier sogar sehen, wie sich der Schraubzwill hier oben bewegen lässt. Ist aber eine Knacke drin, ne? Ich sage ja, Plastik, aber alles schön gemacht. Ich ziehe so gern über die neuen Diana-Sachen her. Das ist eine neue Diana-Sache. Aber bis jetzt haben sie da eigentlich ziemlich viel mit richtig gemacht, wie ich finde. Kimme und Korn haben wir erwähnt. Ist vorhanden.
wie hier vorne der Laufüberzieher, ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht, ob man das haben muss. Ich denke mal, letztlich ist es wahrscheinlich billiger. Man kann das einfach aufstecken, als wenn man da irgendwie was einfräsen und dann irgendwas aufschrauben muss. Letztlich läuft ja alles über den Preis. Aber unterm Strich, man kriegt einen Korntunnel. Ne? Das hat man auch nicht überall. Ein Kornschutz ist eine super Sache. So, das war jetzt mal das Äußere. Oder habe ich irgendwas vergessen? Eine höchst lästige automatische Sicherung. Ihr wisst, ich hasse die Dinger. Aber die funktioniert gut, die klickt auch, ne, wenn man sie betätigt. Man fühlt das auch. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich gucke immer hier unten auf den kleinen Monitor, dass das Mikrofon nicht gar so sehr im Wege ist. Wenn ich das wegmache, das Mikrofon, dann bin ich auch gleich viel weiter weg. Deswegen, ne, muss es ja irgendwo sein. So, aufklappen. Normalerweise so und dann vorne klapp. Da klappt erstmal gar nichts. Weil das Ding ist so elendlang, das muss hier ein Meter sein. Ich weiß gar nicht, ob das hier so in die Kamera rein kann. Das ist bestimmt ein Meter. Und die Hebelwirkung auf diese Entfernung ist nicht ausreichend, um das Ding so zu öffnen. Man muss schon mal draufhauen. Ich mache es im Moment meistens so, dass ich wirklich umgreife, wegen dieser unfassbaren Größe von diesem Schießprügel. Und dann hier einmal so draufhaue und ihr seht, dann geht das... Nein, ihr seht es nicht, aber dann glaubt mir einfach, es geht dann geht's butterweich. Ich habe ja neulich über ein Gewehr fürchterlich geschimpft, bei dem man draufhauen musste. Da hat mir dann hinterher aber auch die Hand jedes Mal wehgetan und das ist hier nicht der Fall. Also vielleicht nicht unbedingt hier unten anhalten, geht auch, aber man hat dann hier, man trägt schon ordentlich Gewicht mit dem Zeigefinger und ich weiß nicht, ob das so gut ist. So, ich greife also um, einmal kurz draufhauen. Jetzt kommt wieder die Geräuschkontrolle. Das Ding ist brandneu. Mach da mal ein paar hundert Schuss mit, dann sieht das alles ganz anders aus. So, die Spannkraft ist höher. Also es ist nicht schwer zu spannen oder so. Ne? Das ist also nichts, was ein Kind nicht auch hinkriegen würde. Aber dadurch, dass der Hebel so lang ist und der Weg, den man spannt, auch ziemlich heftig ist, kriegt man schon einen Eindruck davon, wow, was mag da im Ausland an Zunder hinter sitzen? Holla, die Waldfee! Was mich daran erinnert, dass wir noch gar nicht Zielscheibe und hier den Padlock, wie komme ich jetzt auf Padlock? Laptop, beziehungsweise hier Tablet. Bin noch nicht ganz wieder da. Ich war heute früh wieder mal beim Arzt, ne? Und ich habe da auch Medikamente bekommen. Nein, habe ich nicht, aber ich war nicht so, dass ich, ne? Das war jetzt aber eine super Ausrede. Das kann man immer anbringen, wenn man irgendwas ist. So, wir haben also jetzt den hier. Entsichern. Festhalten. Abdrücken. Das heißt, ich kann jetzt zigmal den Abzug betätigen. Und vor allen Dingen, ich kann das Ding auch entspannen, ohne einen Schuss abgeben zu müssen. Das ist bei vielen neueren nicht mehr der Fall, da geht das nicht. Deswegen sage ich jetzt schon mal vorab, bevor ich die Knarre da unten wieder in den Kugelfang halte, der Vorzug ist bei aktueller Einstellung. Ne, ich denke mal, dass auch der Vorzug sich mit der einen Schraube gewaltig einstellen lässt und mit der zweiten Schraube dann der Abzugswiderstand. Also wir haben viel Vorzug, dann einen Druckpunkt, dann merke ich, wie sich der Abzug trotz des Druckpunktes noch ein bisschen bewegt. Das ist also beim Matchduftgewehr nicht. Wenn da der Druckpunkt kommt, dann passiert dahinter auch der Schuss. Und ja, also ohne zu kratzen. Ich merke, ganz leichtes Kratzen. Ich habe auch festgestellt nach den ersten paar Schüssen, dass das Kratzen sehr schnell weniger wird. Das könnte sein, dass einfach nur ein Lack drauf ist oder sowas. Also ich glaube, wenn ich da noch 100 Schuss mache, dann ist da von Kratzen überhaupt nichts mehr zu spüren. Ach, Sicherung. Ich sag ja, ich hasse Sicherung. Also automatische Sicherung. Manuelle ist ja nichts gegen zu sagen, aber automatische Sicherung finde ich grauenvoll. Und dann kommt irgendwann... Aber butterweich geht das, ne? Da ist nichts mit wir kratzen jetzt so lange, bis es knallt, sondern das kommt butterweich. Ich rede heute irgendwie ein bisschen mehr, als sonst habe ich den Verdacht. Wahrscheinlich, weil die Flinte länger ist. Na komm schon, jetzt mit den Handschuhen wird es auch nicht einfacher. Ich glaube, ich wechsle wieder auf die Orangen zurück. Schön langsam, schön vorsichtig. Kann das sein, dass das hier, yep, das ist angesenkt, die Öffnung. Also man hat eine leichte, sowas wie ein Trichter so ein bisschen, angetrichtert, was ja Sinn macht, ne? Entsichern,
Ich peile wieder mal seitlich vorbei. Es achtet mal da drauf, was jetzt an der Schulterstütze passiert. Können wir etwas sehen? Ja, ein bisschen, ne? Also, ohne groß überlegen zu müssen, ohne groß vergleichen zu müssen, das ist der heftigste Rückschlag, den ich bei einem Luftgewehr je gemerkt habe. Natürlich geht jetzt nicht alles ins Geschoss. Der Geschossrückschlag ist ja immer maximal 7,5 Joule. Aber bei dem Ding, holla die Waldweh, da passiert was. Ich denke mal, dass hier drin einfach mehr Masse bewegt wird. Damit ist natürlich der, ne, wenn der Kolben nach vorne schnalzt, der Rückschlag stärker. Und wenn er vorne gegenklatscht, dann auch der Vorschlag stärker. Insgesamt hat man das Gefühl, holla die Waldweh, da passiert aber was. So, und da ich jetzt mit diesen Handschuhen wahrscheinlich auch das andere Ding da nicht werde bedienen können. Ihr merkt, ich habe gleich zwei Paar besorgt. Dann ziehe ich jetzt wieder meine labberigen, wenig hochwertigen Arbeitshandschuhe an, die aber den Vorteil haben, dass dank dieser Gummierung, dass ich damit Touchscreens bedienen kann. Ich habe unten irgendwo noch ein paar Lederhandschuhe aus dem Security-Bereich. Die haben tatsächlich extra eine kleine beschichtete Zeigefingerspitze und einen Daumen, damit man Tablets bedienen kann. Soll bei Security auch mal vorkommen. Ich würde sagen, als erstes mal halte ich hier die Schiedsalbe ins Bild. Das ist die 350. So sieht man wenig. Ne? Ich mache mal so. Jetzt werdet ihr sagen, oh, das ist aber für 250 Euro jetzt doch nicht so gut. Abwarten. Ich drehe das Ganze mal wieder um. So. Und diese drei einzelnen Ausreißer an der Seite, ne? Die beiden und der hier, das sind genau die letzten drei Schüsse gewesen. So, die richtige Seite? Doch, ja, ich sehe es ja hier spiegelverkehrt. Das sind die letzten drei Schüsse gewesen. Das Zielfernrohr habe ich, weil ich mein letztes auf der Diana 75 wahrscheinlich belassen werde, hatte ich mir gleich ein neues mitbestellt davon. Und das ist jetzt der erste Einsatz. Und jetzt kann das sein, dass durch das Geruckel, bei dem Ding sie einiges noch eingenordet hat, oder hier bei den... Ne, dass da ein Klick zufällig genau auf der Spitze saß oder so. Also normalerweise ist das keine Streuung. Und ich muss sagen, für ein Freizeitluftgewehr, ne, wenn man sich diese drei Dinger, die letzten drei Schuss abzieht, dann ist es aber mehr als okay. Das lässt sich also locker, wenn man keine Münze zur Hand hat, das lässt sich locker mit einem 200-Euro-Schein abdecken. Ich habe mir meine eigenen Videos mal wieder angeguckt. Und schon bei viel, viel schlimmeren Sachen habe ich gesagt, für ein Freizeitluftgewehr völlig in Ordnung. Dann ist das hier für ein Freizeitluftgewehr sogar sehr in Ordnung, aber schwer in Ordnung. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, was ist los, wenn man die unkastrierte Version im Ausland schießt. Denn irgendwer hat mal gesagt, dieses Luftgewehr ist für 7,5 Joule konzipiert und damit auch das Laufprofil. Also Dralllänge zum Beispiel, das hat ja alles Einfluss. Na, wenn ich also ein Luftgewehr mit dem Lauf schieße, das für 30 Joule ausgelegt ist und schieße das mit 7,5, dann hat das Einfluss auf Zielgenauigkeit und was weiß ich nicht alles. Das kann also tatsächlich einen Unterschied machen, den ich hier in Deutschland nie werde austesten können. Ja, gut, das war das. Ich glaube fast, damit ist die technische Seite durch, damit ist das durch und jetzt kommt's. Ich habe also jetzt nicht mit Absicht den Tablet bis zum Schluss aufgehalten hier, sondern das ist reines Versehen, aber es lohnt sich. Und zwar der Kroni, die Werte. Sind wir denn überhaupt noch auf dem richtigen Luftgewehr? Aktuell Diana 350, genau. So, Viewshots. Jetzt geht's nämlich los. Der harmloseste Schuss, 7,1 Joule wohlgemerkt. 7,3, 7,7 Joule, 7,8 Joule, 7,9 Joule, nochmal 8,0 Joule, bla 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 bla. Jetzt werdet ihr völlig zu Recht sagen, ja Moment, das sind ja mehr als 7,5 Joule. Ja, und trotzdem ist es legal, weil ich kann jetzt nicht aus dem Kopf die Vorgaben für die Industrie herzitieren, aber ich habe wirklich im Kopf mittlerweile die... Das ist Beschussverordnung, Paragraph so und so viel, Absatz 3. Da steht drin, bei einer amtlichen Einzelmessung gelten die 7,5 Joule als erfüllt, wenn. Und dazu gehört, wenn der Durchschnitt der Schüsse 8,0 Joule nicht übersteigt,
plus statistische Toleranz, ne? Und der heißeste aller Schüsse nicht über 8,5 Joule liegt. Plus statistische Toleranz. Lalalala. Das heißt, bei einer amtlichen Einzelmessung ist das Ding vollkommen legal. Auch mit bis zu 8 Joule. Also bis jetzt ist das die heißeste Knarre, die ich in den Händen gehalten habe. Und es ist legal. Ja, es ist echt nicht ohne. So, das Ding macht also richtig Löcher. High Shots. Shotcount 20. Ihr wisst ja, ich mache immer 20. High 185 Meter pro Sekunde, Low 166 Meter pro Sekunde, Durchschnitt 177 Meter pro Sekunde, bla bla bla. Jetzt kann man natürlich noch anfügen, bei der Mündungsenergie, das kommt ja sogar darauf an, wie hart das Blei ist des jeweiligen Diabolo. Also in der Messanstalt, weiß ich, wer das, beim Beschussamt wahrscheinlich wird das gemacht, da haben sie geeichte Lichtschranken, haben sie geeichte Diabolos und geeichtes dies und ich weiß nicht was noch alles. Also es hat alles seine Richtigkeit. Das heißt, dieses Ding haut hin. Der Holzhammer macht Bautz. Das merkt man beim Schießen auch. Ich glaube nicht, dass die bis zu 8 Joule, sag ich mal, einen Unterschied machen vom Rückschlag her bei der Beschleunigung, sondern da werden einfach große Massen sich drin bewegen. Ich habe auch festgestellt, dass hier noch gar keins oder nur wenige Videos in Deutsch vorliegen. Die englischen oder die englischsprachigen Videos gucke ich mir eher selten an. Da gucke ich zwar auch mal rein, aber da ist das Problem, dass wir eben keine Mündungsenergievergleiche haben. Wenn die also mit 30 Joule schießen und alles ist super toll, fantastisch, abgesehen davon ist der Typ Händler, dann kann das kein Limit sein, kein Maß sein für die deutsche Variante davon. Insgesamt muss ich sagen, da hat Diana ein paar Sachen richtig gemacht. Ich persönlich, wenn ich das Ding jetzt für mich selber auf Dauer angeschafft hätte, dann würde ich den Holzschaft bevorzugen, weil es fühlt sich einfach besser an. Aber für 120 Euro mehr überlege ich mir das dann doch noch dreimal. Ich finde, das war jetzt eins meiner chaotischsten Videos, die ich bis jetzt in diesem Format gemacht habe. Trotzdem muss ich sagen, ich kann einfach die Größe von dem Ding, die Länge, das Gewicht, ich kann das einfach noch betonen. Das Ding ist riesig für Luftgewehr. Ich würde sagen, ich habe das ja schon über die Stöger gesagt, die X20, dass wenn man das Ding so in die Hand nimmt oder auch nur auf dem Tisch liegen sieht, hat man eher das Gefühl, man hätte es mit einer Bockflinte zu tun, weil die sind auch ganz schön groß und ganz schön schwer. Aber, ja, es ist schon faszinierend, so ein Ding mal in der Hand gehabt zu haben. Gefällt mir auch. Ja, ich bin jetzt so richtig, noch mehr erzählen, bla bla bla. Aber ich glaube, mehr kann man gar nicht erzählen. Die machen alles richtig. Klar, für 250 Euro darf man auch erwarten, dass alles richtig gemacht wird. Inzwischen, glaube ich, liegt das Ding bei 340 oder so im Katalog. Mal schauen. Ja, da würde ich sagen, mangels mentaler Masse, also bei ausgehender Plappermunition, liegt das auch so, dass ihr es sehen könnt, ja, ne? Ich betone ja die drei Ausreißer hier an der Seite, obwohl man sie von hinten nicht so schön sieht. Naja, Gott, wird schon gehen. Ja, dann gucken wir mal. Ne? Das Zielfernrohr, also die letzten drei Schuss hingen ja sehr schön wieder zusammen. Feierabend für heute, ne? Sechte Mann, der sieht orangefarbene Hände, der Boy hat. Und ob die Knarre rumklöppelt und wie der ganz allein sie in Kamera unten muss, weil mit Touchscreen oder wie das heißt, ne? Die neumodischen Gedöns, so einen dorigen Kasperkram, ne? Bis nächstes Mal, sechte Mann.